Okay, dann überqueren wir den Fluss, würde ich sagen. Aber da kommen wir ja nicht drüber, weil sehen wir gleich. Spoiler! Ist es ein Spoiler, wenn es sowieso gleich passiert? Sehen Sie sich diese wunderschöne Gegend an, Professor! Oh ja, der Ausblick ist wahrhaftig faszinierend und atemberaubend. Professor, da hinten! Wahrlich atemberaubend. Was Nicht ist wahr? Sehen Sie dort am anderen Ufer? Da ist Mark. Nein, da sind wir beide. denn das? Ja. Das muss das Schloss der großen Hexe sein, von dem die Schatten gesprochen, von der die Schatten gesprochen haben. Was? Na, die große, Ja! ja. Achso. Man kann von hier aus nur das Dach sehen, aber wie ein Schloss sieht das nicht aus. Und dahinter die Mauer muss Labyrinth ja Stadtmauer sein, ha? Das ist gut möglich. Das würde heißen, der Purgiswald ist direkt hin, außerhalb von Labyrinthia. Ha? Aber ist das nicht irgendwie seltsam? Die Menschen in Labyrinthia meinen, dass nichts außerhalb der Stadtmauern existiert. Ja, über die kann man ja auch nicht drüber gucken. Ja. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Dass da nichts ist. Ich habe solche Behauptungen ebenfalls von den Bürgern gehört. Tatsächlich ist das Tor, durch das wir Labyrinthia betreten haben, verschwunden. Ich vermute, es steckt ein Geheimnis hinter der Sache. Es wirkt, als hätten wir einiges mit der großen Hexe zu besprechen, nicht wahr? Das haben wir. Gehen wir weiter, Fräulein Fay. Ich habe jetzt auch mal auf die Aufnahme geguckt. Bisher läuft sie. Gut. Blumen! Also als Gäste der großen Hexe finde ich ja, dass uns ein paar Blumen zustehen. Das sind Blumen, die kann man pflücken. Diese Blumen haben einen ganz eigenen Duft, Fräulein Fay. Bitte pflücken Sie diese Blumen nicht. Hinweismünze. Scheidepilz. Müssten hier nicht noch irgendwo Hinweismünzen sein? Ah, da ist eine. In der Baumkrone. Wie viele waren denn jetzt auf dem Bildschirm? Da ist noch Drei, eine. glaube ich. Ich glaube drei nur. Weil es gab ja jetzt mehrere Bildschirme mit mehr als drei. Aber hier waren es, glaube ich, wirklich nur drei. Okay. Das muss Labyrinthia sein. Es scheint, als wäre der Wald außerhalb der Stadt. Ja. Nick und die anderen müssen noch immer irgendwo da drin sein. Vielleicht ja nicht. Fluss. Leider können wir die Brücke in diesem Zustand nicht überqueren. Sehen wir, was sich machen lässt. Ich weiß das, Professor. Wieso reden wir nicht mit diesem Schatten da drüben? Nee. Wäre zu einfach. Ist da noch irgendwo was? Nein? Nein? Gut. Ein Rätsel! Wer hätte das gedacht? Weg. Sie wurde völlig zerstört. Es sind nur noch Trümmer und ein kleines Boot am anderen Ufer übrig. Sucht ihr beiden nach einem Weg ans andere Ufer? Sucht ihr beiden nach einem Weg ganz andere Ufer. Ja, du musst das machen. Okay. Ja, das tun wir. Gibt es keinen anderen Weg? Wenn es einen Weg hinüber gibt, wünschte ich, ich würde ihn kennen. Bist du jetzt Miles Edgeworth oder bist du Ich kann es noch ein bisschen Flambe? schwuler machen. Was? Ich bin beide. Flambe? Ich habe hier sozusagen einen leichten Nervenzusammenbruch. Woher kommt das? Wieso muss diese Aufgabe an mir hängen bleiben? Ich muss der großen Hexe von unserem täglichen Fortschritt berichten. Und natürlich ihre Gepäcktaschen nach oben tragen. Denn er Was? ist der Page. Ach so. Stimmt, an den habe ich gedacht.
Natürlich. Ah, oh, natürlich wird mir dabei die Ehre zuteil, ihre bezaubernde Gestalt erblicken zu dürfen. Es ist tatsächlich fantastisch. Doch ohne diesen Fluss zu überqueren, kann ich weder diese Aufgabe erfüllen, noch ihre beispiellose Schönheit bewundern. Irgendwie passt das nicht zusammen, oder? Nee. Außer seine. Der große Hexa-Arkana. Der große Hexa-Arkana? Ja. Der Witcher. Witcher. Wagen wir doch einfach einen Sprung ins kalte Wasser. Ich hoffe, ihr habt eure Badeanzüge dabei. Wir schwimmen hinüber. Ich kann nicht schwimmen. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Warten Sie einen Moment. Professor, können Sie schwimmen? Ach, keine Sorge, ich bin sicher, Sie können einfach Ihren Hut umdrehen und ihn als Boot benutzen. Er schwimmt sicher auf dem Wasser. Es geht hier nicht darum, ob ich schwimmen kann. Darüber hinaus bezweifle ich, dass mein Hut sich als Boot eignet, Fräulein Fay. Ich werde das Boot vom anderen Ufer holen. Es sieht aus, als könnte ich einfach über die Trümmerteile im Wasser springen. Dann könnten wir das doch auch! Es tut mir leid, ich kann nicht springen. Ich sollte das Boot dann nutzen können, um an das andere Ufer zu gelangen. Keine Sorge, das ist meine Spezialität. Das andere Ufer. Hey, das ist gar keine schlechte Idee. Sie zögern keine Sekunde, nicht wahr, Professor? Mast und Schautbuch. Ah, jetzt kann ich das wieder anbringen. In dem allerersten Stückchen von WoW World of Warcraft. WoW World of Warcraft. So WoW World of Warcraft. Ja, da gibt es eine sogenannte Mast- und Schotbucht. Aber in dem Spiel gibt es generell viele Anspielungen, auch auf Mario und Luigi. Oder die toten Hosenträger. Die toten Hosenträger, gut. Das weiß ich, ohne das jemals gespielt zu haben. Ja, weil ich das letzte Mal schon gesagt habe. So, Brücken bauen. Hilf Professor Layton, eine Brücke für Maya zu bauen, indem du die Stämme ins Wasser stößt. Bewege das Boot neben die Stämme und berühre den Hammer auf dem Touchscreen, um die Stämme umzuwerfen. Denke gut über die Richtung und Reihenfolge nach, in der du die Stämme ins Wasser stößt. Oh ja, ich würde auch gerne mal meinen Stamm ins Wasser stoßen. Wasserhahn an und go. Yo. Pokémon? Go? Ja. Wie war denn das jetzt nochmal? Also, das erstmal, ne? Muss ja. Ja. Okay. Oder? Ja, muss. Geht ja nicht anders. So, dann ist es jetzt eine Frage, da hoch und dann das umlegen? Nee, bringt nichts. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr, aber... Doch, ich... Oder? Also wir müssen ja irgendwie, also an irgendeiner Seite, also entweder die Seite oder die Seite, da muss ja dieses Stämmchen jetzt ran. Ja, ich glaube, es war die Seite. Ich auch. Ich spiele das mal im Kopf durch, dann würden wir das da haben, dann könnte man da langlaufen, dann könnte man hier rauf, dann könnte man wiederum hier... Ja, das ist das. Das war die Lösung. Geht viel schneller als beim letzten Mal. Da haben wir recht lange gebraucht. Ja, weil wir von hinten angefangen haben. Vom anderen Ufer. So, da, dann noch. Und gleich läuft sie. Aufpassen, das geht ganz schnell. Gleich läuft sie los. Ob ich mich wohl bewährt habe? Die Freuden des Rätsellösens. Ja. Wo war denn nochmal die Victory Fanfare? Auf welchen Tasten? FF7, glaube ich. Ansonsten geht auch das. Flawless Victory. Auch okay. Großartig. Maya und Professor Layton sind sicher ans andere Ufer gelangt. Oh, und hier geht's dann tatsächlich mal neu weiter. Ja, jetzt bin ich auch am anderen Ufer. Jetzt kann ich der Gebieterin Bericht erstatten. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ich mich jemals dafür erkenntlich zeigen kann. Das ist nicht nötig. Eine zerstörte Brücke käme immerhin für alle ungelegen. Umgelegt. Oh. So nebenbei, welche Aufgaben hat euch die große Hexe gegeben? Ich sterbe vor Neugierde. Dann sterben ja, sie ja. Unsere Aufgaben? Naja. Oh, richtig, wir sind professionelle Rätselexperten. Ja, genau.
Rätselexperten. Ah, natürlich. Das ergibt Sinn. Ich wäre am liebsten ein Richter. Ich muss sagen, ihr habt eure Aufgabe meisterhaft erfüllt. Bitte entschuldigt mich. Ich muss der neuen Gebieterin Bericht erstatten. Jetzt kann ich meine Aufgabe wieder wahrlich genießen. Lebt wohl. Er nimmt das richtig ernst. Oh Mann, wir haben wirklich eine gute Tat vollbracht, nicht wahr, Professor? Ja, und sogar eine wirklich gute. Wirklich eine wirklich gute Tat. In der Tat, Fräulein Fay. Nun sollten wir uns wieder unserer Aufgabe widmen. Jo. Das ist doch der perfekte Ort, wieder einen Cut zu machen. Echt jetzt? Schon? Ja. Och Mann, ich wollte weiterkommen. Du kannst ja noch ins nächste Bild laufen, oder? Ja, ich will ins nächste Bild laufen und vielleicht ist da ja sogar noch ein Rätsel. Nein. Zumindest kein verstecktes. Mhm. Jetzt gehen mir langsam die Figuren aus. Das ist der gleiche von gerade eben. Oh, Gebieterin, Gebieterin! Ist der großen Hexe etwas zugestoßen? Ich wollte sie in ihren Gemächern aufsuchen, aber niemand öffnete mir. Oh, Gebieterin, ehrwürdige große Hexe. Vielleicht will sie ihre Ruhe haben. Jeder hat solche Tage. Jeder hat seine Tage. Ja, ja. Vor allem die große Hexe Arcana bestimmt auch. Kann nicht sein, denn ich weiß, wann sie die hatte. Ich habe letzte Woche ihre Wäsche gewaschen. Nein, niemals, das sehe ich nicht ähnlich. Die Gebieterin schenkt uns immer Gehör. Hier habt ihr Gehör. Und Stimmen. Damit wir wählen können. Ja. Ich muss sagen, dass ich überrascht bin. Es klingt so, als wäre sie wirklich neu. Und treu. Vielleicht vertritt sie sich die Beine. Aua, aua, aua. Wenn sie das Schloss verlassen hätte, wüssten wir es. Oh, was könnte euch zugestoßen sein, Gebieterin? Dabei fällt mir ein, sie hat erwähnt, dass bereits ein Besucher auf sie wartet. Das heißt, dieser wartet sicherlich immer noch auf sie, oder? Nein, nein, sie sind beide in den Gemächern. Was? Stand das da nicht? Aha, ja! Verstehe! Ja, ich verstehe jetzt auch gerade nicht. Also... Zwarri! Was? Hä? Wer ist denn Zwarri? Wer ist Zwarri? Ja, keine Ahnung. Zwarri, der vermeintliche Mwuhu, ist in Wirklichkeit ein zwielichtiger ehemaliger Ritter auf der Suche nach Rache. Zwarri? Ist das ein Name? Ein Ausspruch? Man könnte es mal googeln. Zwarri. Zwarri. Wie Z-V-A-R-R-I, ne? Ja, naja, Doppel-R. Was denn? Google. Ich gebe ein Zwarri. Erstes Ergebnis. Zwarri. What does Zwarri mean? Phoenix Red Ace Attorney. Und was steht da? Is it a magic word or something? Das ist witzig. Und der nächste schreibt, frag doch mal hier. Und dann ist ein anderer Dings verlinkt. Moment. Die Suche nach Zwarri. Oh. Weiß auch nicht. Finde ich jetzt nichts. Ist egal. Aber lustig. Zwarri, einfach nur so. Einfach eingestreut. Nur damit Leute das googeln. Das zweite und dritte Ergebnis war übrigens auch Wort, das Zwarri mean. Und wieder mit Phoenix, ja. Oh Mann. Nee, ich glaub nicht, dass das ein zwielichtiger ehemaliger Ritter auf der Suche nach Rache ist. Auch nicht. Ich glaube, das ist was anderes. Zwinker, zwinker. Fräulein Fay, bitte versetzen Sie den Herrn nicht noch in noch mehr Panik. Davon abgesehen, sollten wir das Schloss betreten. Es scheint, hier geht nicht alles mit rechten Dingen zu. Das hier ist auch was Gutes. Hier sind alle ziemlich link. Ja. Oh, Pferdchen. Die Pferde haben ausreichend Futter und Wasser. Ich muss sagen, sie wirken zufrieden. Pferde! Oh, wie kann ich Nick nur auf eines bekommen? Geld spielt keine Rolle. Bling. Hier waren es auch nur drei, oder? Ja.
Natürlich einmal hier an der Spitze. Hihi, Spitze. Trägt er auch drunter. Wo ist denn? Ah, hier. Okay. So, dann noch schnell das da. So hübsche Blumen, die sind ja überall. Schnell stecken Sie sich ein paar unter den Hut, Professor. Nicht doch, Fräulein Fay. Ein Gentleman nimmt keine Dinge, die ihm nicht gehören. Oh. Dann nehmen Sie endlich Ihre Finger weg. Der Nebel ist hier sehr dicht. Das erinnert mich an einen Ort. Ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, Luke wohnte mal dort. Das verleiht dieser Gegend eine fast überirdische Atmosphäre. Man kann ja kaum die Hand vor Augen sehen. Bei dem Nebel braucht man auch keine Alarmanlage, oder? Hä? Der hat kein Rätsel, schade. Okay, dann ist danach auch Schluss. Oh, ehrwürdige Gebieterin, wodurch euch nur ein Haar gekrümmt, wüsste ich nicht, was ich tun sollte. Euch kämen vielleicht. Nee, er wüsste nicht, was er tun sollte, weil er muss auf Befehle warten, damit er was tun kann. So, dann würde ich sagen, ist das der perfekte Augenblick für einen Cut. Cut, cut, cut! Genau. Für einen Kit-Cut. Moment, nein. Schleichwerbung. So, okay, dann zugeklappt, ausgemacht. Tschüss. Tschüss.